Bam, bam, bam. Na, ihr Radies, moin, moin und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Jawohl, ja. Bei dieser wunderschönen Musik sind wir beim letzten Mal in Subrosia gelandet, einer offensichtlich recht warmen Welt. Und ja, müssen wir uns mal umschauen, ne? Wir haben hier ja diese schmucke Lady mit der Schleife beim letzten Mal verfolgt im Kapuzenmantel. Also wir trugen nicht den Kapuzenmantel, sondern die schmucke Lady. Und sind dann plötzlich hier gelandet, durch diesen komischen blauen Wirbel hier einfach mal hinübergewirbelt. Angeblich soll ja, könnte ja hier irgendwo der Tempel der Jahreszeiten sein, der anscheinend aus Holodrum verschwunden ist. Holodrum heißt die eigentliche Spielwelt. Genau, und hier haben wir gleich zwei Gestalten, die wirr den Kopf schütteln. Guten Tag. Irgendein Tempel ist auf das Ostzentrum gestürzt? Na, du hast ja selten dämliche Klamotten an. Wo findet man denn sowas? Direkt erstmal reinbeleidigen. Schönen Dank auch. Wegmetzeln. Kann man leider nicht. Genau. Erstmal direkt einen für den echt coolen Klamottenstil dissen. Eine unglaubliche Frechheit. Und du bist? Wegen dieses Tempels sind die Vulkane ausgebrochen. Ach so, warte mal. Ich habe ja jetzt ein Schild. Ich könnte den eigentlich mal auf A legen, damit ich hier nicht ständig alles wegflemme. Was haben wir hier? Subrosias heiße Quellen im Westen. Ja, die sind aber sehr heiß, wenn ich mir das anschaue. Subrosias Tanzsaal im Süden. Tach. Ah, großartig. Lava. Solch ein Lavabad ist echt ideal zur Entspannung nach einem Subrosia-Tänzchen. Bitte nicht nachmachen. Was hat der eigentlich hier auf dem Kopf? So ein Handtuch oder was? Damit der gemütlicher da drin liegt. Der wird ja richtig durchgebraten hier, der Kollege. Naja, gut. Aber den Subrosianern heißen sie. Ich glaube, sie heißen Subrosianer. Scheint es nicht so viel auszumachen. Was haben wir hier dann? Guten Tag. Was ist hier los? Drücke rechts bei Boing und links bei Bumm. Ja, die haben sie aber auch. Naja, gut. Drücke A, um bei Chuck zu posieren. Bing, Boing, Bumm, Chuck. Okay, verstehe. Vielleicht ist noch mehr für dich drin, wenn du mehrmals zum Besten gewählt wirst. Wir fangen an. Sei still! Ja, Jungs, ist gut. Heute gewinne ich bestimmt den Preis. Ich werde den Subrosia-Tanz lernen, um Rosa zu beeindrucken. Der Subrosia-Tanz ist der traditionelle Tanz in Subrosia. Ja, bei dir wussten sie auch nicht mehr, was sie dir in die Sprechbox packen sollen, aber ich sehe es ein. Und du sagst, der Subrosia-Tanz ist prima zum Trainieren. Okay, und du bist hier der Chef, oder was? Willkommen in Subrosias Tanzsaal. Exzellente Tänzer erhalten einen Preis. Wir proben momentan. Wie wär's? Bist du mit dabei? Ja klar. Gut, dann reih dich ein. Ja, brauchst du eine Einweisung? Bitte ja. Also, imitiere meine Bewegung. Bei Boing trittst du nach rechts. Okay, das ist Boing. Bei Bumm gehst du nach links. Flupp ist links, okay. Und bei Chuck posierst du. Kriegen wir hin. Kann ich's nochmal hören, bitte? Ich habe die Richtung vergessen. Nochmal. Also rechts ist Boing. Okay, ja, jetzt der Rest ist klar. Verstanden. Okay, los geht's. Let's do this. Okay, tanzen wir. Fantastisch. Boing, boing, boing. Bom, bom, bom. Du hast echt was drauf. Damit bist du unser Tagessieger. Wir haben alle genau gleich getanzt und ich stehe da immer noch wie so ein Otto da unten rum. Dein Preis? Du erhältst den Boomerang. Mit ihm stoppst du Gegner auf ihren Pfaden. Ja, geil, danke. Denn wie ein Boom, 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 Boomerang. Ja, okay, lassen wir das. Wir sind mitten in der Probe. Willst du nicht mitmachen? Ja, klar. Gut, dann reih dich ein. Ach so, wir können das jetzt noch öfter machen. Fantastisch. Es ist gar nicht so schwer eigentlich. Vor allen Dingen muss man sich die Richtung nicht merken, weil der Vortänzer ja die richtige Richtung anzeigt. Kriegen wir dann nochmal einen Preis? Mal schauen. Los geht's. Oder ist es jetzt nur noch für die Unterhaltung? Boing, boing, boing. Was soll den Rhythmus ungefähr drin haben? Das
Deswegen kann ich hier nicht so geil kommentieren. Du hast echt was drauf. Ja, also die Kommentierleistung bei sowas ist natürlich immer schlecht, wenn man sich ein bisschen konzentrieren muss. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht weiter. Wahrscheinlich kann man da jetzt noch 100 Jahre rumtanzen. Kriegen wir denn noch was? Ich bin doch schon Tagessieger. Ist doch derselbe Tag noch, Kollege. Was gibt's diesmal? 50 Erzbrocken. Ja, geil, danke. Stimmt, wir haben noch gar nicht oder ich hab's zumindest noch nicht verlautbart. Aber wie man feststellt, scheint es in Subrosia eine andere Währung zu geben. Denn unsere Rubine werden hier nicht mehr mitgezählt. Aber die Erzbrocken da oben, die wir jetzt gerade schon mal bekommen haben. 50 Stück, kann man bestimmt sich was Schönes von kaufen. Jetzt gerade haben wir aber noch nicht mal einen Laden. Okay, genug rumgetanzt, das Orakel der Jahreszeiten wurde entführt. Wir sollten hier eigentlich mal ein bisschen uns darauf konzentrieren, dass wir auch ein wenig was dafür tun. Achso, wir haben jetzt einen Bumerang, stimmt. Da wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ah, Bumerang Level 1, das heißt, es gibt noch einen Level 2 Bumerang. Aber erstmal tanzen, guter Typ, der Udo. Hi, wenn du den Subrosia-Tanz meisterst, kannst du einen Boomerang bekommen. Brudi, ich hab ihn schon gemeistert. Sachen aufsammeln, Schalter umlegen und aus der Ferne Monster besiegen. So ein Boomerang ist praktisch. Hattet ihr denn früher einen Boomerang? Ich hatte früher einen. Hab ich irgendwann mal bekommen. Und dann sind wir immer rausgefahren auf irgendein größeres Feld und haben dann da den Boomerang geworfen. Kam natürlich nie zurück, weil wir das absolut gar nicht drauf hatten, aber prinzipiell war es cool. Ich habe viel zu tun. Rund um den Tempel östlich von hier gibt es viele große Erzbrocken. Okay, das ist natürlich super für euch, wenn Erzbrocken die Währung sind. Aber östlich ist natürlich die Richtung, die wir dann erstmal nicht anstreben. Was haben wir denn hier? Tach. Wenn du in dieser Gegend den Boden umgräbst, findest du Erzbrocken. Manchmal findest du sogar eine wahre Ader von Erzbrocken. Diese Musik ist ja ein bisschen stressig, die hier immer in Subrosia läuft. Im Gegensatz zu dieser extrem entspannten Subrosia-Overworld-Musik. Meine Güte, ist hier viel los. Hier ist ein Vulkan. Okay, der bricht aus. Das sollten wir uns lieber nicht zu nah uns aufhalten. Guten Tag. Willkommen zur Schmiede Subrosias. Wir liefern erstklassige Arbeit ab. Aber wir nehmen nur Aufträge an, die uns interessieren. Die beiden dort hinten kümmern sich ums Handwerk. Ich bin der Manager. Ja, ich weiß, dass es bei euch nicht die Schaufel gibt, aber eigentlich solltet ihr mir doch jetzt hier einfach eine geben können, wenn ihr da schon 20 Schaufeln im Regal zu stehen zu haben scheint. So ist der Satz. Tja, aber nein, die Schaufel kriegt man in Zelda Oracle of Seasons nicht an dieser Stelle. Aber, Spoiler, es gibt auf jeden Fall auch eine Schaufel. Ich glaube, hier links haben wir erstmal alles erkundet. Da fehlt uns anscheinend noch ein Schlüsselchen für. Von da oben kommen wir. Was denn mit dir? Rubine nützen dir rein gar nichts. Du brauchst Erzbrocken. Ja, ich hab doch schon welche, Kollege. Haben sie wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass jemand erstmal direkt beim Tanzen komplett abräumt. Und dann, erst durch die Gegend läuft und mit den Leuten spricht. Na gut. Gehen wir mal weiter. Was ist denn hier? Guten Tag. Erzbrocken, lalala. Erzbrocken, lalala. Ja, ein echter Künstler hier. Geiler Typ. Okay, ist hier sonst noch was los eigentlich? Oder können wir uns jetzt nur noch Richtung Osten begeben? Ach, hier ist auch noch einer. Hier findet man total viele Erzbrocken. Ja, Leute, ich hab's, glaube ich, verstanden. Erzbrocken sind super. Gibt's hier jede Menge. Danke dafür. Okay, hier scheint es alles ein bisschen unglücklich und gefährlich zu sein, seit der Tempel der Jahreszeiten nach unten gekommen ist. Aber wo ist er denn nun? Ist das hier der Tempel der Jahreszeiten? Könnte ja sein. Schauen wir mal, was ist hier rechts noch? Nichts. Okay, danke dafür. Rechts ist nichts. Dann gehen wir hier lang. Was ist denn hier? Angeblich ist hier der Tempel der Jahreszeiten laut der Karte. Sieht ja auch schon so aus. Endlich bist du gekommen. Als der Tempel versenkt wurde, zweifelte ich, ob du herkommen würdest, um mich zu sehen. Dieser Tempel der Jahreszeiten ist der Ort, den wir vier Geister innewohnen. Ich habe lange auf dich gewartet. Magst du den Frühling? Oder den Sommer? Den Herbst? Nicht doch, du wirst den Winter lieben. Erhalte den Stab der Jahreszeiten und suche uns, die wir dich in den Vierecktürmen erwarten. Okay, muss ich mich jetzt für eine Jahreszeit entscheiden? Natürlich nicht. Aber, ich meine, ich muss jetzt auch nicht so tun, ich kenne das Spiel ja. Aber man könnte denken, dass ich jetzt einem Geist der Jahreszeit sagen muss, hey, ich finde dich am besten. Schauen wir mal. So, da ist auch noch ein Subrosianer, guten Tag. Erz kommt immer in Brocken vor. Leute, ist gut, ich hab's kapiert. Was haben wir hier? Aha, ein Schalter, den können wir jetzt aktivieren. Guten Tag. Träumchen.
Wo geht's hier lang? Ach ja, das ist jetzt ein Eckturm. Hallo. Bringe den Stab der Jahreszeiten, welchem im Tempel gehuldigt wird. Ach so, stimmt. Das macht natürlich Sinn. Ich sollte erst den Stab der Jahreszeiten holen und dann zu den Geistern gehen. Das haben sie mir sogar gesagt. Ich habe es nur ignoriert. Na guck mal, jetzt kann man den Schalter theoretisch wieder deaktivieren. Die Brücke bleibt da. Bam, bam, bam. Na gut, dann gehen wir mal hier in die einzige Richtung, die wir noch nicht hatten. Und finden hier hoffentlich den Stab der Jahreszeiten. Schauen wir mal. Na? Da kommen jetzt 4 Bälle auf mich zugeflogen und zack, Stab der Jahreszeiten. Dankeschön. Einmal ins Inventar bitte. Du erhältst den Stab der Jahreszeiten. Kraft der Geister der Jahreszeiten kann man mit ihm die Jahreszeiten ändern. Ja, ja, Klassiker. Nun bringe uns Geistern der Jahreszeiten den Stab der Jahreszeiten zu den 4 Türmen der Jahreszeiten im Tempel der Jahreszeiten. Absolut, mache ich, Freunde. Ist denn hier hinter noch was? Wasserfall ist ja... Ja, siehste, sag ich doch, Wasserfall ist immer was. Was ist denn hier? Hier ist nichts! So eine unglaubliche Frechheit. Jetzt dachte ich, ich hab's nämlich durchschaut, hinter dem Wasserfall. Da gibt's jetzt irgendein Geheimnis, ein Herzteil oder sowas und dann ist da einfach gar nichts. Das ist natürlich frech. Okay, dann gehen wir mal zu dem Turm, den wir gerade schon angefangen haben zu beschreiten, beziehungsweise den wir tatsächlich schon beschritten haben. Und besuchen damit den Geist der ersten Jahreszeit. Was ist denn das hier eigentlich? Winter? Wahrscheinlich. Ich würde mal behaupten, das könnte Winter sein. Ist ja auch hier in diesem hellbläulichen Ton gehalten. Das kann schon sein. Oder? Ah ja. Hallo. Warum? Da kommt sie zugeflogen. Danke, dass du kommst, Träger des heiligen Zeichens. Der Geist des Winters hat dich erwartet. Wir schätzen den als unsere werte Gefährtin. Nun lasse mich dem Stab, den du führst, die Kraft des Wintergeistes verleihen. Schwingst du den Stab von einem Baumstumpf aus, sollen sich die Jahreszeiten ändern. Im Winter friert das Wasser und Schnee häuft sich an. Suche auch die anderen 3 Geister auf. Bitte, eile denen zur Hilfe. Vielen Dank. Dem Stab der Jahreszeiten wurde der Hauch des Winters verliehen. Erklettere einen Baumstumpf, um den nächsten Winter herbeizurufen. Machen wir. Fantastisch. Jetzt können wir den Winter herbeirufen. Ja, das ist nämlich das Großartige an diesem Spiel, für alle, die es noch nicht erwartet haben. Jetzt der Überraschungseffekt ist natürlich gigantisch jetzt. Ach moin! Der Makobaum kann also auch zu mir sprechen, wenn ich in Subrosia bin. Gut zu wissen. Hallo! Das war also der Stab der Jahreszeiten. Ach, nee, stimmt, so habe ich ihn gesprochen. Neue Wege erschließen sich, nun dank seiner Kraft. Im Traum sah ich ein Gehölz östlich von hier. Dort mag deine Essenz liegen. Bruno, kannst du an meiner Stelle dorthin gehen? Ja klar, Brudi. Gar kein Thema. Dann gehen wir doch mal dahin. Denn in Subrosia haben wir vorerst ausgesorgt. Wir kriegen nicht alle weiteren Kräfte der Jahreszeiten direkt zu Anfang des Spiels. Nein, nein, das dauert noch ein bisschen, aber macht ja nichts. Genau, also, was eben ich jetzt gerade eigentlich sagen wollte, für alle, die sich's noch nicht denken konnten oder die es noch nicht wussten, ja, wir können jetzt nicht nur durch dieses Chaos der Jahreszeiten durchlaufen, sondern mit Hilfe diesen Stabs der Jahreszeiten auch aktiv in das Geschehen und in die Jahreszeiten eingreifen. Und das wird spaßig, das kann ich euch sagen. Okay, in Link's Awakening konnte man mit dem Boomerang auch Büsche fällen, hier geht das leider nicht, aber nun gut. Guten Tag, Hallöchen. Da ist er! Das ist er! Hallo Sokra, wie geht's dir? Du hast ihn, den Stab der Jahreszeiten. Wenn dem Stab der Jahreszeiten die Kräfte der Geister der Jahreszeiten innewohnen, kannst du die Jahreszeiten ändern. Das ist in diesem Part echt eine absolute Inflation an Jahreszeiten. Aber bislang hat er nur die Kraft des Winters. Schwing den Stab von einem Baumstumpf aus, um seine Kraft zu entfalten. Hast du das verstanden? Ja. Wenn der Tempel der Jahreszeiten in dieses Land namens Subrosia gefallen ist, dann muss es weitere Eingänge zum subrosianischen Grund geben. Du musst sie finden. Vielleicht musst du noch mehrmals den Tempel der Jahreszeiten aufsuchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Alles klar. Ja, ich weiß Bescheid, Kollege. Ich weiß auch, dass ich jetzt eigentlich dort oben auf den Baumstumpf klettern soll und direkt mal den Winter herbeirufen, aber, und das ist dem findigen Zuschauer vielleicht auch schon aufgefallen, ich habe beim letzten Mal noch eine Kleinigkeit vergessen, die ich noch kurz nachholen möchte. Denn wir haben ja mittlerweile Bomben. Und wir haben auch Glutkerne. Ach, jetzt ist hier mal Frühling. Den haben wir, glaube ich, als einzige Jahreszeit noch nicht gesehen. Wunderschön. Und hier unten rechts gab es ja noch Dinge, die wir mit Glutkernen und Bomben erledigen konnten. Das sollten wir jetzt tun.
Ach, guck mal einer an, da ist sogar... Nein, ich wollte den Rubin noch. Egal. Gibst du mir Geld oder nimmst du Geld? Ich hoffe mal, du gibst Geld. Psst, verrat's nicht weiter. Fantastisch, 100 Rubine, dankeschön. So, genau, du wolltest Licht, ne? Es ist so dunkel hier, man kann kaum lesen, ich brauche Erleuchtung. Zack. Exzellent, nun kann's losgehen. Da, nimm diesen Kukodex. Du erhältst den Kukodex. Er enthält die Ergebnisse langjähriger Kukoforschung. Ich wollte nicht dein Buch verbrennen. Hier steht, ein Typ namens Dimitri sei ein guter Schwimmer, der sogar gegen den Strom Wasserfälle hinaufschwimmen kann. Jo, das ist ein cooler Typ. Kukodex. Fakten und Infos zu Kukos. Ja, Kukos sind natürlich Hühner. Ach komm. Du solltest das einfach ablegen und nicht in die Hand nehmen. Genau, also wir haben jetzt ein... Ah, hier können wir noch nicht durch, ne? Wir können nicht schwimmen. Völlig richtig. Wir können gar nicht an die Truhe. Ach Mann, okay, dann halt nicht, aber wir können zumindest den Durchgang schon mal freilegen. Das haben wir jetzt gemacht und wir haben einen Kukodex bekommen. Und weil wir gerade so ein bisschen im Flow sind, was das betrifft, können wir natürlich auch uns direkt nochmal kurz daran erinnern, dass ja da oben in der Nähe vom ersten Dungeon einer war, der... Nee, eine junge Dame war, die Marlon, die nämlich mit der Aufgabe betraut wurde, sich um die Hühner zu kümmern, aber keine Ahnung davon hatte. Vielleicht braucht die ein Buch über Hühner? Schauen wir mal. Das hier ist jetzt übrigens eine Sache, die es nur im Frühling gibt, nämlich diese Blume da unten. Die blüht im Frühling blüht die. Und wenn man da sich reinstellt, dann schießt die einen hinauf. Ist jetzt hier natürlich in diesem Horondorf alles nicht so super relevant, aber im Horondorf sind einfach mal für jede Jahreszeit einzelne Kleinigkeiten drin, damit man mal so sieht, was es gibt. Das finde ich ganz nett gemacht. Aber später gibt es natürlich dann auch wirklich Gelegenheiten, wo es sich lohnt, die Jahreszeit entsprechend anzupassen, weil man dadurch dann bestimmte Orte erreichen kann, die man sonst nicht erreichen könnte. Ihr werdet sehen, wir werden sehen. Moin, ich habe ein Buch. Mein Vater Talon wollte auf den Federberg, daher kümmere ich mich um die Hennen. Dabei kenne ich mich gar nicht aus. Sag mal, das ist doch ein Kukodex, der wäre eine riesige Hilfe. Kann ich ihn haben? Na klar. Wirklich? Danke, nimm dafür dieses London-Ei. Diese Eier sind sehr gefragt bei jungen Damen. Der Kukodex wurde gegen ein London-Ei getauscht. Man sagt ihm nach, es fördere die Schönheit. Hoffentlich geht's meinem Vater gut oben auf dem Federwerk. Jetzt haben wir also ein London-Ei. Wissen wir denn da schon, wer das wollte? Ich meine... Ah... Wollte die Hexe? Die Hexe wollte auch noch irgendwas, die Martha, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es das London-Ei war. Naja, aber für den Fall, dass es so ist, müssen wir wahrscheinlich einfach jetzt nur mal warten, bis wir mal wieder mit ihr zusammentreffen. Und dann wird sie uns schon das London-Ei abluchsen. Auf jeden Fall gab es sonst, glaube ich, bisher niemanden, der explizit vom London-Ei gesprochen hätte. Na gut. Ja, wir kommen etwas langsam voran, aber es ist trotzdem, glaube ich, okay, ne? Ich glaube, es ist okay. Wenn es euch zu langsam ist, müsst ihr euch halt einen schnelleren Let's Player suchen. Dafür machen wir alles schön und erschöpfend. Ist doch auch nicht schlimm. Genau, wir haben ansonsten ja jetzt den Stab der Jahreszeiten parat und können uns schon mal auf den Weg zu diesem Baumstumpf machen, den wir ja gerade schon gesehen. Ach, guck mal, da ist sie ja, die Hexe. Da können wir ja direkt mal gucken, ob sie das London-Ei will. Hallöchen! Ja, sie will's. Perfekt. Guten Tag, Frau Hexe. Au! Pass doch auf, wo du hinläufst. Du hast soeben Martha, den Lehrling der großen Hexe Sirup, angerempelt. Meine Güte! Das ist ja eines dieser London-Eier. Die sind momentan der letzte Schrei bei den Mädels. Genau danach suche ich. Aber du bist ein Junge, damit kannst du nichts anfangen. Ich gebe dir meine Puppe dafür. Du hast dein Ei gegen die Fratzenpuppe getauscht. Ihr Anblick lässt dich erschaudern. Ja, super. Das ist meine Wiedergutmachung für unseren Zusammenprall. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Tausch jetzt gerade gut davon gekommen bin. Aber sei es drum, wir haben jetzt eine Fratzenpuppe. Wird uns sicherlich auch wieder irgendjemand abnehmen können in der Zukunft, aber momentan wüsste ich jetzt nicht, wer eine Fratzenpuppe gebrauchen kann. Schauen wir mal. Sehen wir dann. Ist ja alles nicht so wild. Müssen wir ja nicht alles heute in diesem Part durchkriegen. Diese Tauschkette. Aber was wir jetzt noch machen können... ist nämlich mal hier zu gucken, ob, wenn wir jetzt den Winter herbeirufen, dann vielleicht dieser See hier rechts einfriert und wir dann übers Wasser können. Das ist doch eine absolut posilute, perfekte Sache. Versuchen wir es mal. Jawohl, ja, da ist er eingefroren. Wir gehen mal noch rüber. Aber was jenseits dieses Sees ist, naja, das sehen wir dann heute nicht mehr. Es war wenig, was wir geschafft haben, ich gebe es wieder zu, aber
sei es drum. Genau, also jetzt seht ihr mal hier direkt zum Einstieg zum im fünften Part auch mal, wie man die Jahreszeiten sich eben zunutze machen kann. Also zumindest diejenigen von euch, die das Spiel noch nie gespielt und noch nie gesehen haben, die sehen das jetzt. Und ich finde das eine ziemlich großartige Sache. Genau, wenn es euch heute gefallen hat, seid doch noch so nett und lasst mir einen netten Kommentar da oder auch gerne eine positive Bewertung. Aber ich bin für heute raus. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin, euer Scully der Rally. Moin!